Was? Wie ist der denn jetzt gestorben? Aua. Oh nö, ne? Ich krieg ihn nicht. Ja! Erwischt! Wenigstens ein Assist. Ich hab einen Assist. Man glaubt es kaum, ey. Also ich meine, da kann das Game mal langsam starten. Wir stehen noch alle auf 100, oder nicht? Ja. Ah! A sniper's greatest tool is precision and good equipment. Kaum hast du es gesagt, schon geht's los. Bei mir immer noch nicht. Also ich bin drin. Ich jetzt auch. Ha! Na, Report Chivana an ausgehen. Auf jeden Fall. Sofort. Mit wachsender Begeisterung. Immer wieder. Jetzt muss ich erstmal gleich selber gucken. Moment, erstmal Sound wieder. Allgemein ein bisschen runterschrauben. Stimmt, die wollten Roten invaden. Ach ja, da war ja was. Mhm. Obwohl zu dritt. 30 seconds until spawn. Wie, wo kommst du? Oh! Nix, ich weiß schon. Scheiße. Oh, das war so knapp. Ist er weggekommen? Ja. No. Willst du wissen warum? User joined your channel. Weil das kann? Richtig. Darf. Minions Tag. Na du, wie geht's dir? Kartoffel. Was? Wo kommt denn jetzt? Keine Ahnung, ihr sagt Tag, ich sag Kartoffel. Du bist auch so eine Kartoffel. Ah! Ja, wir sollten jetzt hier weg. Das war zu früh. Das war zu früh. Du sagst es. Komm runter. Oh, oder? Nee. Lass es. Egal. Ich hab First Blood gefeedet. Nah. Davy, du bist eine Karotte. Ich bin noch Popmite. Schon vergessen? Oh, Steffi ist gekommen. Meine ich. Steffi? Hm. Ah, ja. Erschienen. Kommt's wohl eher. Du bist die Karotte. Ich bin Popmite. Wüsste ich aber, wenn jemand Level hätte. Wäre auf jeden Fall interessant. Wenn's nicht. Wundert mich, du hast dich ja heute gar nicht gemeldet. Wo warst du? Dachst du wieder nichts? Ja. Er hat mit dir geredet. Wieso mit mir? Weil er dich gefragt hat, wieso du dich heute nicht gemeldet hast. Ja. Wieso hätte ich mich melden sollen? Es ging nicht darum, dass du dich hättest melden sollen. Ich habe mich nur gewundert, dass überhaupt gar nichts heute von dir kam. Auf einmal habe ich ja sonst immer einmal am Tag auf jeden Fall eine Nachricht. Heute kam absolut gestern nichts. Gestern auch nicht. Vorgestern. Doch, gestern hast du mir auf jeden Fall geschrieben. Vorgestern glaube ich auch. Nö. Hab mich halt nur ein bisschen gewundert. Und ich wundere mich. Wie ist es so im neuen Zimmer? Es halt. Ja, man hört. Das Einzige, was ich höre, ist, dass das Mikro nicht das Beste ist. Ist ja auch eins, was im Laptop integriert ist. Ah. Sie hat kein Headset. Kann ich doch nicht riechen. Hab jetzt schon ein. Aber? Krieg's nicht installiert. Nee. Ich hab doch gesagt, irgendwie lässt der nichts wirklich installieren. Ich hab da
gestern auch, draufgepackt und ja, ließ ich dann kurz auf starten. Ich habe euch auch Freundschaftsanfragen geschickt, so gesehen, und ja, heute startet es schon nicht mehr. Hast du schon mal deinen Partner drüber gucken lassen? Jo, er hat heute erst mal zwei Antivirenprogramme runtergeschmissen. Da hat man zwei Antivirenprogramme drauf. Damit sie sich gegenseitig blocken. Weil man es kann. Genau. Ja. Nein, weil mein toller der Ex-Mann meinte, wir laden mal alles Mögliche am Scheiß runter und sich jedes Mal irgendein anderes Programm mit installiert hat. Nicht vergessen die Toolbars. Je mehr Toolbars man hat, desto cooler ist man. Ja, genau. Coolness Faktor plus 10 pro extra Toolbar. Und immer auf den Seiten mit dem bunten Esel immer deine Kreditkartennummer eingeben, die die wollen. Ganz wichtig. Gute Sicht, keine Kreditkarte. Das ist eine von mir. Von dem Stefan, der ist klar, dann kaufe ich darüber ein. Ich will doch dann Rumpel. Rumpel ist mein Spruch. Das sage ich jetzt, irgendwie auf der Welt bin, weil garantiert mein erstes Wort. Garantiert nicht. Brav, meine Eltern. Okay. Wir dürfen das. Wir sind Frauen. Ne, Steffi? Also, da ist so ruhig. Der kommt schon mal, das tötet ihn. Oh, es gibt's halt. Du bist gestorben. Ja, toll! Der Ritchie und Chivana kriegt's nicht hin. Ey, die will mich doch verarschen. Die will mich einfach nur. Ey, ihr wollt mich alle heute verarschen. Habt ihr alle nur Spaß dran, ne? Durch die Bank weg. Nee, ne, hat er die auch noch gekriegt? Ey, ich hau den Low HP und alles und sie kriegt es nicht mal hin, mir zu töten. Irgendwelche Atheisten anwesend. Nö. Nope. Oder? Weiß ich nicht. Warum? Wieso fragst du? Ich muss einen Atheisten interviewen. Finden wir einen. Wieso musst du einen Atheisten interviewen? Religion und ihre Welt. Miteinander leben, miteinander klarkommen, gegeneinander akzeptieren. Ja. Ich kann dir nur einen bieten, wie du die Kirche hast, aber. Na, Atheist ist ja eigentlich nicht wirklich gläubig oder glaubt eigentlich an wirklich nichts. Nee, glaubt man an das, was er sehen und anfassen kann. Ey, ja. Atheist, also die ganz genaue Definition ist irgendwie komplett, keine Ahnung, ein bisschen sehr komisch. Ist Mundo immer noch weg? Das, was man als Volksmund als Atheist bezeichnet, ist nicht die eigentliche Definition von Atheist. Kalle, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Nein, ist so, denn sehr viele Leute sagen ja Atheisten. Also verwechseln das mit komplett Glaub, also komplett ohne Glauben. Ist es aber nicht. Also wie gesagt, ich kann dir nur eine bieten, wie gesagt, die einen Hasskörper auf die Katholik, also auf die Kirche allgemein hat. Das bringt mir nichts. Naja. Aber so anderes, kannst du mal Teamviewer starten und schaue ich mir erstmal mit dem scheiß Treiber an. So kann man sich das ja auch nicht anhören. Mitte ist weg. Oder eher gesagt, der Jungler ist wieder weg. Ich glaube, sie hat dich gerade nicht verstanden, Kalle. Ja, sie hat ja nicht mal. Kannst du ein Team wieder starten? Dann schaue ich mal wegen den Treiber. Darf ich nicht auf dem Laptop? Bitte? Darf ich nicht auf dem Laptop? Kannst du runterladen? Ja, super. Wenn das genau so funktioniert wie Leute, dann gibt es genau 3 Minuten. Boah. Hahaha. Ein wie weniger vorerst. Ach, guck an, da ist er. Oh, der hat aber ziemlich viel Leben, der Mundo. Der tut auch ganz schön doll Aua. Ah, der haut erstmal ab. Shyvana, die hat ja... Ich habe ja fast mehr Leben wie Shyvana. Moment. 1080 und sie hat... 950. Wieso habe ich mehr Leben als unser Tank? Weil
Wer bist du? Malta! Okay. Wie viel hat sie? 1080? Nee, 975. Alter, da hab ich ja sogar mehr. Ich hab 1048. Tank Timo. Alter, wie... Oh! Jetzt ist Lee auch da. Oh, hättest du da oben einfach im Busch stehen bleiben sollen. Das wäre besser gewesen. Ja. Jetzt haben sie dich. Na, und das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei. Ja, die werden aber nicht lange bleiben, weil ich bin schon wieder in der Mitte und werde dann weiter pushen. Da, wo so ein toller Jungle ist, will ich gar nicht wissen. Unten. Yay. Ausding. Moment, Lee hat... Ha, Lee hat keinen blauen. Das heißt, unserer müsste da sein. Oh, vorher gehe ich nochmal kurz bei dir, Top. Oder bist du schnell genug da? Ja. Okay, dann ärgere ich ihn gerade mal ein bisschen. Sandra? Ja? Johann bietet mir jetzt 50 Euro gegen die Hälfte des Bestecks, die er dann auch haben will. Würde ich mehr verlangen für. Ich muss echt mal googeln, wie teuer das Zeug war. Du hast doch gerade einen Laptop davor gestiegen. Wie machst du es nicht jetzt gerade? Dein Kack ist nicht gut. Achso. Und dein Handy? Geht das nicht? Ich versuch's ja. Achso, okay. Gedrosselte Geschwindigkeit. Ich wollte gerade fragen, gedrosselte Geschwindigkeit, aber du hast mir gerade meine Frage beantwortet. Ey, Lee, wohin? Komm doch zurück. So weh tat ich doch gar nicht. Och Mann. Spring! Spring! Springt gar nicht, blöd Mann. Steffi? Soll ich mich morgen eigentlich nach dem Arzt einmal melden? Was der jetzt gesagt hat? Hab ich doch vorhin schon gehört. Du? Was denn? Okay. Hat sich meine Frage auch gerade erledigt? Alter, ich asche hier gerade alles voll. Stefan, lass mir doch mal Bescheid, dass ich abaschen soll. Mach doch mal einfach so ein bisschen abaschen. Ja, das hat sich jetzt gerade schon allein erledigt. Das hat gerade mein Schreibtisch aufgeschlagen. Aber trotzdem danke. Na los, Lee, komm her. Ich werde zwar jetzt sterben. Aha. Das ging ja mal voll in die Hose. Idiot. Mundo kommt runter. Ja, ja, soll er. Ich find's schön, ich hab meinen Spaß. Ich hab grad was anderes verstanden. Hä? Was denn? Will ich aber jetzt gerade nicht wiederholen. Was hast du denn jetzt schon wieder verstanden? Hast du auch verstanden, dass du nass bist? Ja! Dass ich was? Dass du nass bist. Ich hab gesagt, ich hab Spaß. Ich hab nicht gesagt, ich bin nass. Ich dachte gerade Ohren. Ich dachte gerade nie jetzt, hä? Nass? Ja, das dachte ich auch. Gibt das? Die Shyvana achtet auf gar nichts. Ich hab schon seit über... Ja? Hast du uns irgendwas verschwiegen? Nein, warum? Er hat Kanye ein Vorbild gegeben. Was hab ich? Oh, oh. Nein. Nein, nicht schon wieder. Sehr lustig, Steffi. Lass sie doch auch mal lustig sein. Ey, ich bin schon wieder draufgegangen. Warum machst du denn das? Du bist mittlerweile der Fieder hier. 040, schäm dich. Bring mich nicht zu lachen, ich darf nicht lachen momentan. Das tut alles weh. Also, so. Keiner wird auf dumme Ideen kommen, irgendwas Blödsinniges zu machen, damit ich lachen muss. Dankeschön. Mädels? Ich bin am Auf für heute. Ich geh mal pennen, ein bisschen früher. Jo, na dann, guten Abend, bis dann. Toll, ich kann nicht mal Tschüss sagen. Blöde Sau. Das ging jetzt viel. Hat doch Tschüss gesagt. Na, ich konnte nicht Tschüss sagen. Ja, ich schnell da. Hahaha!
Hey! Das klang jetzt irgendwie krank. Ja. Und Steffi kriegt gerade einen Abflash. Nein, nein, nein. Angekommen? Ja. Hilfe! Na! Ja. Ah! Du bist tot. Ja, ist angekommen. Oh Mann. Nur Verrückte. Man ist nur mit Verrückten online. So, jetzt krieg ich endlich diesen scheiß Tor. Boom. Ich bin die Geiste. Ich wusste schon immer. Das kann man jetzt so schön zweideutig verstehen. Entschuldigung. Au. Au! Ja, das, ich brauch keine Peitsche, ich brauch keine Gerte, bringt mich einfach zum Lachen, der Schmerz reicht. Ah. Na? Oh. Hättest du ihn nicht wenigstens so lange leben lassen können? Das sind zu dritt, die sind zu dritt, die sind zu dritt. Hab ich schon längst gesehen. Dachte auch, jetzt steht die Sache, was muss mal schneller werden. Cool. Was? Wie ist der denn jetzt gestorben? Aua. Oh nö, ne? Ich krieg ihn nicht. Ja! Erwischt! Wenigstens ein Assist. Ich hab einen Assist. Man glaubt es kaum, ey. Du hast in deinem Zimmer null Empfang. Ja, relativ wenig. Da ist es das denn? Du musst da wieder raus. Ich hab da nur einen Balken. Aber es ist ganz schön groß, ne? Und wie fühlt es sich an, in so einem großen Zimmer zu sein? Leo. Ich werde angeschneit. Du bist was? Eingeschneit? Angeschneit. Ich habe gerade auch verstanden, ich bin angeschnallt. Du bist angeschnarcht? Ja. Von wem? Wächterchen? Wieso ist Julia am Schnarchen? User disconnected from your channel. Was? Ja. Bin wieder rausgeflogen. Without question. Hilfe! Geh! Links. Ah, nee, Mundo. Nee, er traut sich nicht. Ja, Mundo ist eh so arschlangsam. User joined your channel. Verdammt. Was ist das denn jetzt? Geilste Reaktion. Verdammt. Also Steffi, ganz ehrlich, manchmal liebe ich deine Reaktion. Wieso? Das war gerade wieder mal echt klasse. Du kommst rein, erstes, was du sagst, verdammt. Und von wem wirst du jetzt angeschnarcht? Immer noch von dir, mein Tochter. Es ist so ein kleines Fuzzi etwa. Ah. Liegt. Seit wann schnarchen? Wie alt ist sie jetzt? Drei? Vier? Drei. Seit wann schnarchen Dreijährige? Ich habe einen Gegner getötet. Ich hab einen Gegner getötet! Hey, Glückwunsch! Mein erster Kill! Dreijährige Schleichen sind diese Kranke. Richtig? Warte, vielleicht kann ich sogar den Laptop mal genug dranhängen. Alter, die schnarcht echt. Ich höre gar nichts.
Ich hab's gehört, ja. Krass, oder? Hey, helf mir doch! Mann! Ja, Scheiß Hamster! Ich leck die ganze Zeit ab, ich klopp den Mund runter. Und da haben sie Eier irgendwo doof in der Gegend rum. Ich werd nicht mehr. Ich hab keinen Bock zu sterben. Was ist? Ich bin gestorben wegen dir. Also halt die Klappe, ja? Oh. Ohne Witz, ihr sollt echt rausfinden, was das ist. Das ist ja ätzend. Die Spiele. Oh. Ich werde den Rollerführerschein nochmal anderen machen. Das hab ich dich halt schon mal gefragt. Das bringt mir ja auch nichts. Dann wirst du aber vielleicht nicht dauernd umfallen. Ich bin nicht umgefallen, ich bin weggerutscht. Das ist ein Unterschied. Umfallen ist, wenn du stehst, du fährst nicht und der kippt einfach um. Das hast du auch schon hingekriegt. Einmal. Zweimal. Einmal. Einmal bei deinen Eltern, einmal bei mir in der Einfahrt. Das bei dir in der Einfahrt zählt nicht. Das zählt wohl. Ich war abgelegt. Durch ein Grasbüschel? Ja. Okay, dann eben ein Kraftbefehl. Ich sag ja, ich war abgelenkt. Da hätte auch ein gefälliges Monster drin sitzen können, ja? Na. Ich will doch mal Stefan. Was soll ich denn sagen? Du kannst doch auch sonst immer so rumphilosophieren. Boinks. Wusch! Mighty Silence Wall. Aha, ich hab mal einen Assist bekommen. Das ist schon 3, das ist jetzt ein 3 gegen 5. Aber er versucht's zumindest. Zwar armselig, aber er versucht's. Er war nicht mal mehr im Bildschirm. Das war ein Scheiß-Game. Ja, aber lustig. Nein, war scheiße. So schön ist das, hatte ich schon seit langem nicht mehr. Ach, was hatte ich jetzt? 9, 2, irgendwas? Ach ja. Dafür hat es sich gelohnt, heute über 11 Stunden zu arbeiten.